Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Dead Space Teil 4. In der letzten Episode ist eigentlich nichts Großartiges passiert. Wir haben versucht, mit dem Shuttle zu entkommen. Hat nicht so ganz geklappt. Keine Ahnung, wieso es einfach explodiert ist. Ich weiß es nicht. Aber wir haben dieses nette Schmuckstück hier bekommen. Ein militärisches Sturmgewehr. Und damit werden wir jetzt den bösen Monstern den Arsch aufreißen. Gut, ich muss dort lang. Was ist das da hinten? Eine Werkbank. Habe ich wieder so komische Energieknoten? Mhm. Okay. Ich habe jetzt den Plasma-Cutter soweit verbessert. Okay. Und hier an der Wand sehen wir auch wieder, ich zoome jetzt gleich mal hin, so geschriebenes Zeug, ja. Also, ich kenne ja die Dead Space Comics, beziehungsweise diesen Film. Da ist dieses Ding, spielt eine sehr wichtige Rolle. Vielleicht erfährt man es ja noch hier, was ich hoffe. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ah, das ist die Monorail, verstehe. Toll, das war das erste Kapitel. Wie viel gibt's? Hoffentlich nur zwei. Ja. Gut, dann speichern wir halt mal. Verstärken Sie Ihre Waffen, indem Sie Energieknoten an der Werkbank. Und den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Okay, wir sind wieder da. Na, was liegt da? Lebt der noch? Yo, Bro? Irgendwas stimmt hier nicht. Shh, shh. Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen. Wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Todos Rector. Gedingensen. Okay. Da liegen jede Menge Leichen. Das ist anscheinend McCoy. McCoy ohne Beine, wer ihn nicht kennt. Ja, jetzt kennt ihn. Das ist seine Freundin. Moment, ich muss mir einen lustigen Namen ausdenken. Ah, Annette Augenbinde. Und ja, die beiden sind halt schon ein bisschen länger zusammen. Ihr kennt es ja. Und ich wette, die steht jetzt gleich wieder auf. Bitch. Bitch. Oh Gott. Was? Chinese-Modul. Gott, ist das laut, Alter. Zielmodus, Objekt ergreifen. Bitch, Alter, damit hättest du nicht gerechnet, hä? Was machst du da? Lass die Mülltonne los. Hallo? Hab ich dir jetzt durch das Glas geworfen? Ah, nee. Ist ja saugeil. Ich kann Leute als Schutzschild benutzen. Okay, dich legen wir hier erstmal rein. Gut. Ja, ich hab's verstanden. Was mit dir, Holmes? So, der McCoy, den... Huch, entschuldige, McCoy. Dich legen wir auch dazu. Ja, cool. Den Rest kann die Putzkolonne übernehmen. Da steht wieder irgendwas an der Wand. Alter, hier ist es wieder so fucking still. Seht ihr das? Das sind Maden. What the hell? Ihr Snitches. Was war das? Was hab ich gerade gemacht? Egal, kommen wir erstmal weiter. Wow, da muss ich anscheinend lang. Hier wieder hingemacht. Wow! Ihr habt euch doch bewegt. Gott, euch schmeiß ich weg. Tschüss! Damit ihr mir auch bloß nichts anhaben könnt. Weg damit. Gut.
Ist das. Ah, das war der Shop nochmal. Alles klar. Komm her. Alles klar. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen Baller-Action? Was mit euch? Okay, dich nehme ich als Schutzschild. Was mit dem? Geh doch mal fort jetzt. Was? Schemata. Okay, what the fuck? Flammenwerfer? Oh. Inventar ist voll. Was? Hä? Okay. Muss ich anscheinend erstmal irgendwas ablegen. Geht das hier so? Ich bin mir nicht sicher. Oder kann ich vielleicht irgendwas verkaufen? Den Plasma-Cutter auf keinen Fall. Nur Inventar. Steht hier. Hier steht doch gar nicht, wie viel man dabei haben kann. Okay, den Plasma-Cutter kann man für 10.000 verkaufen. Plasma-Energie-Stase-Pack. Okay, verkaufen wir mal 2 Medikits. Müssen wir jetzt wieder ein bisschen Platz haben. Hoffe ich. Alles klar, Download im Shop. Mhm. Ich hasse diese Türen, ey, ich schwör's euch. Sind Sie noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann. Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Termit in der Medikamentenausgabe und ein Schockbett aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Oh Mann, ey. Scheiße. Okay, die nervige Frau ist also tot. Ich konnte die sowieso nicht ab. Was ist das hier? Okay, es funktioniert anscheinend nicht. Gut, wir müssen weiter. Hier ist ein Speicherort, an dem ich definitiv erstmal speichere. Okay. Ja, abspeichern. Alter, ey, Leute, die... Oh, cool, eine Kiste. Ja, dreht sie, er hat nicht kaputt. Gut, Lebenserhaltung. Okay, ist hier auf dem Schiff anscheinend nicht so ausgeschrieben, das Thema. Gut, was liegt hier? Was ist das denn? Impulsprojektil. Inventar ist natürlich voll. Okay, wir gehen aber jetzt erstmal weiter. Wo muss ich lang? Ich muss dort lang. Ja. Kumpel. Oh Mann. Darf ich mal durch? Danke. Sekundärfeuer. Ah, das war das, was ich vorhin anscheinend gemacht habe. Science. Sehr cool. Habt ihr das auch gehört? Ah, das ist die Tür nur wieder. Uah. Beiseite. Beiseite. Ich kontrolle jeden Buddy, ob der nicht auch irgendwie lebendig wird. Oh, cool. Alter, warum ist die Musik wieder so laut? Und jetzt ist Stille, oder was? Ich habe nur noch ein Stase-Ding. Ha. Ganz schön ruhig hier. Ah, und hier kann man... Was sind das denn für Menschen? What the fuck? Also das ist Tine Wittler, das erkenne ich. Aber was soll das sein?
Okay, wo muss ich lang? Da lang. Hallo? Gefährliche Anomalie registriert. Oh, halt's Maul, ey. Halt's Maul. Oh, fuck! Bitch! Nachladen, Soldat! Oh, ich hab natürlich kein Magazin! Ja, was? Mann, deine Eltern müssen echt stolz auf dich sein, Holmes. Mann, deine Eltern müssen echt stolz auf dich sein, Holmes. Kommt da noch was? Nein, hoffentlich nicht, hä? Ich fick dich doch, dass die Munition... Bitch, Alter, vier schon. Okay, Waffe wechseln. Was hab ich noch? Was ist das für ein Ding? Ah, das war das Minenteil. Okay, oh Gott, da bin ich wieder mit dem Plasma-Cutter unterwegs, ey. Oh, da unten. Ich alter Scharfschütze, hä? Lebst du noch? Nein. Reload. Jetzt fängst du wieder an zu piepen, oder was? Okay. Okay, okay. Oh, was liegt da Schönes? Plasma-Energie. Moment, war das nicht mit dem Magazin? Nee. Gut. Muss ich jetzt anscheinend nur noch mit dem Plasma-Cutter wieder spielen. Aber das Sturmgewehr haut ganz schön rein, Freunde. Okay, hier muss ich jetzt anscheinend runterfahren. Was liegt da hinten noch? Ja, natürlich ist mein Inventar voll. Okay, bevor ich da runterfahre. Ja, okay. Fahren wir. Stay fabulous. Da muss ich rein, das ist aber verschlossen, Holmes. Ist es wieder so ein Schieß gegen das Energieding oder so? Okay, gucken wir uns erstmal um. Danke. Das ist schon mal geöffnet. Okay. Jede Menge Schränke mit Muni, die ich wahrscheinlich nicht aufnehmen kann, weil mein Inventar voll ist, ja? War ja klar. Ja, war ja klar. Kann ich jetzt vielleicht mal die Waffe nachladen? Was war das denn? Ach, das war das Ding. Okay. Ich will die ganze Zeit LB gedrückt halten. Ich war doch eben noch irgendwas, was man aufnehmen konnte. LB gedrückt halten, um die Waffe zu bekämpfen von GTA 5. Kennt ihr bestimmt. Ich hab so genug von dem Scheiß. Ich hab so genug, dass mein Inventar voll ist. Fuck it, ey. Danke, cool. Ich kann meine Stase wieder auf. Oh Gott, der Himmel. Cool, Geld, Geld. Jede Menge schönes Geld. Liegt hier vielleicht bald mal irgendwas, was ich vielleicht... Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Und Sie wissen das.
Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Ja, wieder was mit dem magischen Textmarker. Die Folge wird jetzt auch gleich vorbei sein. Bestimmt wird gleich der Wecker klingen. Aber wir müssen... wir müssen vorher noch einen Speicherpunkt finden. Ich konnte Turtles endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. Ja. Hat ja super geklappt, Freunde. Da hatte jemand seine Periode. Stimmung ist so scheiß bedrückend, ey. Und mein Inventar ist die ganze Zeit voll. Das ist doch kacke. Gut. Ja, stimmt, die Quarantäne wurde ja aufgehoben. Das heißt, ich kann hier rein. Gut, und da ist eine Speicherstation. Und so endet auch diese Folge. Ich danke euch natürlich wie immer fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst oder ein Abo, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin, haut rein. So ein Bullshit, ey. Ich hasse das. Ich hasse Horrorspiele. Hallo und herzlich willkommen hier auf meiner Endcard. In der Mitte könnt ihr klicken, um direkt zur nächsten Dead Space Folge zu kommen. Oben rechts seht ihr Playlists zu meinen aktuellen Spielreihen wie Dead Space, Dark Souls 2 und Assassin's Creed. Und oben könnt ihr mich abonnieren. Danke fürs Zusehen, haut rein.